Wunderbar. Ja, ich muss wirklich sagen, ich bin schwer beeindruckt. Ich muss Ihnen jetzt allen mal ein wahnsinniges Kompliment machen, weil viele von Ihnen sind seit gestern Nachmittag 16 Uhr hier und haben in jeder Veranstaltung gesessen und haben da auf der Treppe gesessen und unglaublich viel zugehört und auch kluge Fragen gestellt. Und mich beeindruckt, dass Sie sind ein ganz großartiges Publikum. Das war jetzt der schöne Teil. Nee, ich werde jetzt nicht von dem noch schlechteren Teil reden, aber ich hoffe, Sie sitzen jetzt nicht nur hier, weil Sie auf Jürgen Trittin gewartet haben. Oh. Weil das politische Berlin hat ihn fest im Griff und lässt ihn nicht los. Aber wir haben dennoch hier ganz wunderbare Gäste, die ich jetzt nacheinander aufs Podium bitten werde und Ihnen vorstellen werde mit wunderbaren Ideen und Konzepten, die mindestens genauso viel vom Thema wissen. Und ich hoffe, es macht Ihnen auch weiterhin noch Spaß, hier zuzuhören. Ja, worum geht es jetzt in diesem letzten Panel? Auch wenn Sie in Ihr Programm geguckt haben, da steht: Los geht's. Los geht's heißt, Sie sollten eigentlich, ach so, ich bin Alexandra Borchert, Chefin vom Dienst bei der Süddeutschen Zeitung, sollte ich vielleicht auch noch sagen und habe jetzt die Moderation übernommen heute Abend. Ja, einige kennen mich schon von gestern, andere lernen mich jetzt kennen. Gut, also los geht's heißt, dass Sie hier rausgehen sollten. Irgendwann heute Abend und hören, so hier, das sind jetzt die drei, vier Punkte, die werden jetzt demnächst angegangen, die müssen angegangen werden, um diese Frage zu beantworten, die ja diese ganze, über dieser ganzen Tagung schwebt und die diese Tagung beeinflusst hat. Wie bauen wir die Industriegesellschaft ökologisch um, ökologisch und sozialverträglich, muss man auch immer dazu sagen. Ja, das ist ja Bedingung. Mit welchen Mitteln? Und wer tut das? Ja, tun das die Politiker? Tun das die Unternehmen? Tun das die Verbraucher? Also alle. Wer ist dafür zuständig? Wer muss jetzt was tun? Ich hoffe, dass wir hier am Ende rausgehen können mit so einem, ja, Fünf-Punkte-Plan oder sowas. Was hat man ja immer gerne. Ja, wir sind ja sehr ins Detail gegangen zum Teil. Wir hatten ja wirklich hier sehr, sehr gute Gäste da. Wir haben darüber geredet, Umgestaltung der Industriegesellschaft, wie könnten wir die Produktion verändern. Wir haben gelernt, man kann sehr viel in der Produktion machen, man kann Produkte ganz anders entwickeln, viel umweltverträglicher, hauptsächlich auch mit weniger Giftstoffen. Wir haben gelernt, dass es zum Beispiel auch die Chemieindustrie da schon unheimlich weit ist, viele, viele Schritte unternimmt. Wir hatten heute Vormittag das Thema Energie. Wir haben gelernt, dass wir eigentlich viel besser sind, als wir dachten, dass wir schon viel mehr Energie aus erneuerbaren Quellen schöpfen, als das noch ursprünglich geplant war. Trotzdem ist einfach da auch noch viel zu tun. Und eben das Thema Mobilität, was mir so als Zuhörerin ja das Schwierigste als das Schwierigste erscheint, wo doch auch mal so ab und zu das Wort gefallen ist, da sind wir innovationsfeindlich, wohingegen wir in den anderen Bereichen doch schon sehr viel von Innovationen gehört haben. Nichtsdestotrotz, dieser ganze Bereich Carsharing, dieser ganze Bereich Elektromobilität, auch zweirädrige Elektromobilität, wie wir vorhin gehört haben, da geht es ordentlich voran. Also alles wunderbare Themen, die wir hier im großen Detail beleuchtet bekommen haben. Ja, jetzt geht es um die Strategien. Was ist nötig, um das alles umzusetzen? Und um diese Strategien zu diskutieren, haben wir ganz besondere Gäste. Als erstes möchte ich Ihnen gerne vorstellen Berthold Huber. Berthold Huber ist der erste Vorsitzende der IG Metall. Wahrscheinlich kennt ihn einfach jeder. Er ist seit ungefähr 40 Jahren in der Gewerkschaft engagiert, organisiert, stetig aufgestiegen und sagt uns, wie wir ja diesen ganzen Umbau hinkriegen und dabei auch die Arbeitnehmer auf jeden Fall mitnehmen. Er ist im Aufsichtsrat in verschiedenen Unternehmen, die auch sehr daran beteiligt sind, diese Industriegesellschaft umzugestalten. Also unter anderem Siemens, Audi, Porsche, VW. Hat da also auch ordentlich was mitzureden. Er ist von der Ausbildung her der Geschichte und Philosophie studiert und er fordert einen sozial-ökologischen New Deal. Sie erklären uns nachher, was das ist. Berthold Huber.
Da, in der Mitte, unser Ehrengast. Hier geht es ja auch um grüne Männchen, haben wir gestern gelernt, ne? Nicht um rote. So. Als nächstes darf ich vorstellen Regine Günther. Regine Günther leitet den Fachbereich Klimaschutz und Energiepolitik bei der Umweltorganisation WWF hier in Berlin, ist also fürs Politische zuständig, hat auch sehr viel mit der Politik zu tun. Sie sitzt auch in diversen Gremien der Bundesregierung zur Energiewende, die ihr ein Herzensanliegen ist. Sie ist Politikwissenschaftlerin von der Ausbildung und sie sagt, also die Technologien und alles, da haben wir ja schon ziemlich viel. Was jetzt fehlt, ist der politische Wille. Frau Günther. Ja, unser dritter Gast, Herr Dr. Ignazio Campino. Viele, viele Jahre war er bei der Deutschen Telekom zuständig zum Schluss, oder was heißt zum Schluss, auch für 5 Jahre Beauftragter für Umwelt und Klimaschutz. Und dann ist er in Rente gegangen und hat gesagt, Rente ist nichts für mich. 2 Monate später war er schon wieder aktiv, nämlich im Vorstand der Desertec Foundation, wo er heute dafür sorgen will, dass Energieversorgung auch international gedacht wird, ein internationales Thema ist. Er sagt, sein Herzensanliegen sei Bildung, oder seine Herzensanliegen seien 2 Sachen, Bildung und Demokratie. Und damit ist er heute Industrievertreter und hier zu Gast auf dem Podium. So, und Ralf Füchs stelle ich jetzt einfach gar nicht mehr vor. Der Hausherr, Buchautor, intelligent wachsen, dazu war diese Veranstaltung gedacht. So. Ja, Herr Huber, sozial-ökologischer, jetzt muss ich mir meine Karte, das habe ich ja genau, sozial-ökologischer New Deal. Erklären Sie, was das ist aus Ihrer Sicht. Man sollte nie rückwärts hier raufgehen, ich hätte noch mal. Ganz wichtig. Also ich möchte das ganz kurz ansprechen und auf Ihre Frage, Frau Borchardt, eingehen. Und ich würde gern, weil das wäre etwas hochstaplerisch, mein erster Beruf ist Werkzeugmacher. Und ich lege da Wert drauf. Ich habe 15 Jahre als solcher gearbeitet. Also insofern weiß ich ein bisschen, wie das in der Fabrik zugeht und welche konkreten Herausforderungen da sind. Sie haben ja die letzten 2 Tage oder seit gestern diskutiert, dass das Wachstums- und Wohlstandsmodell unserer Industriegesellschaft eben vor einer sehr grundlegenden Herausforderung steht. Klimawandel als Stichwort, die Verknappung der natürlichen Ressourcen als weiteres wesentliches Stichwort. Und ich bin mit Ihnen allen sicher, oder ob es dann alle sind, weiß ich ja nicht, mit Ihnen auf jeden Fall einig, dass Wirtschaften auf Kosten der Natur kein tragfähiges und zukunftsfähiges Geschäftsmodell darstellt. Ich habe auch den Eindruck, dass diese, auch wenn ich die IG Metall sehe, dass eine derart prinzipielle Diagnose auf Zustimmung trifft. In der Politik scheint mir das auch so zu sein, in wesentlichen Teilen. Aber die tatsächlichen Veränderungen bleiben aus meiner Sicht und Erfahrung deutlich hinter den Herausforderungen zurück. Ich glaube, und ich weiß nicht, ob Sie, ich habe es jedenfalls so nicht entdeckt im Programm, schon darüber gesprochen haben, kann sein, dass ich dann Eulen nach Athen trage. Ich glaube eben, dass man das noch weiter fassen muss. Ökologischer Umbau und nachhaltiges Wirtschaften, dazu gehört eben auch eine Abkehr von neoliberalen Wirtschaftsstrategien, die den kurzfristigen Profit als das oberste Ziel des Wirtschaftens darstellen. Das kommt mir in der ganzen Debatte zu kurz. Wenn Sie so wollen, vermisse ich zumindest eine vehemente Kritik am Shareholder-Kapitalismus. Weiter möchte ich an der Stelle gar nicht gehen.
Wir sind nach wie vor konfrontiert mit, also wenn ich die schwarz-gelbe Koalition heute sehe, dass der Markt das alles regulieren würde. Und ich kann ja nur sagen, dass den Markt eigentlich ein Teufel interessiert. Weil Frau Bauch hat jetzt meine verschiedenen Aufsichtsratsmandate angesprochen hat. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es wird mir gesagt, wenn ich bei VW argumentiere, Entschuldigung, das Elektroauto ist im Moment nicht bezahlbar, geht nicht. Auch wenn man dort investiert und grundsätzlich bereit ist, diesen Weg mitzugehen, so wie in der nationalen Plattform Elektromobilität diskutiert. Trotzdem herrscht eben ein Glaube vor, der in meinen Augen eher unter dem Motto steht, wie können wir unsere Gewinne maximieren. Und ich glaube, kurzfristige Gewinnmaximierung geht immer zulasten der Gesellschaft. Und diese Frage scheint mir unterbelichtet zu sein. Wenn ich das Programm kritisch beurteilen darf, das Sie gestern und heute, was ich gelesen habe, ja nicht beurteilen kann. Meine Meinung ist, ohne eine Veränderung des Gewinnmodells wird es erst recht nicht gehen. Es wird auch nicht gehen, ohne die Beteiligung der unmittelbar Betroffenen. Ohne das wird es auf gar keinen Fall gehen. Ich will das nur an einem Beispiel bitte deutlich machen. Wenn wir über Elektromobilität reden und ich bin der tiefen Überzeugung, dass die Automobilindustrie keine Zukunft hat, ohne dass sie in der Lage ist und es schafft, einen Switch auf die Elektromobilität zu schaffen. Nur, bei allen Untersuchungen, die gemacht worden sind, auch in der nationalen Plattform, auch durch das Fraunhofer-Institut, wo eigentlich ein Gewinn an Arbeitsplätzen vorausgesagt wird, haben wir strukturelle Probleme, wenn ich nur einmal mir die Automobilindustrie anschaue. Zum Beispiel Elektromobilität geht ohne Getriebe. Ich schätze, wir haben in der Getriebefertigung rund 100.000 Leute in Deutschland, ohne die Familien mitgerechnet. Es geht, ich lasse jetzt mal die ganzen Antriebsstrang-Geschichten, Motorenbau und so weiter weg. Wir kommen dort auf jeden Fall mindestens auf 20-30% der gesamten Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie. Das ist jetzt noch nicht die Welt, aber man muss wissen, dort gibt es nicht in jedem Fall unbedingte und vorurteilslose Bereitschaft, diese Elektromobilität im Sinne einer langfristigen Strategie für den Industriestandort Deutschland auch zu akzeptieren. Und zu sagen, wir nehmen diese Bedenken nicht ernst, wäre ein schwerwiegender Fehler, weil die Veränderung der Industriearbeit wird nur gehen mit den Leuten und nicht gegen sie. Und das geht auch wahrscheinlich, wenn ich das mal so sagen darf, nicht bruchlos. Und es wird nicht in jedem Fall nur eine Win-to-Win-Situation geben, sondern es wird Veränderungsprozesse geben, die zumindest nicht wenige Menschen eher in Distanz gehen lassen und eher in eine Abwehrhaltung gehen lassen. Und man kann ja sagen, langfristig rechnet sich das alles. Es wäre zum ersten Mal, jedenfalls, soweit ich das überblicke, dass die Menschen ihre konkrete Situation bereit sind, nur zur Seite zu legen. Wenn man, das ist meine Aussage, so etwas wie einen neuen ökologischen New Deal kriegen will, wird es nur mit zwei Dingen gehen. Erstens, was die Hinterfragestellung des Wirtschaftens anbelangt. Ökologie erfordert langfristige Investitionen, nicht den kurzfristigen Profit. Das heißt, wir brauchen nicht nur bei den Eliten, sondern insgesamt in der Gesellschaft ein Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit und Langfristigkeit. Und zweitens, wir müssen Beteiligungsprozesse organisieren. Das können Sie nicht allein der IG Metall überlassen. Das ist eine gigantische Aufgabe. Dafür müssen Sie die Betriebsräte gewinnen, die Sprecherinnen und Sprecher der jeweiligen Belegschaften brauchen Sie, um derartig weitgehende
Veränderungsprozesse auch tragfähig machen bei den Menschen mit den ganzen Risiken. Und die muss man offen besprechen, auf Belegschaftsebene, auf Unternehmensebene. Und nur so wird ein neuer grüner Deal überhaupt gehen. So, jetzt mache ich an der Stelle mal Schluss. Ja, vielen Dank. Was ich mich nur frage, ist, man hat ja viele Jahre lang beobachtet und beobachtet es immer noch, dass es ja eher eine Koalition aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern gibt, wenn es darum geht, Arbeitsplätze könnten in Gefahr sein durch Umweltpolitik, durch neue Steuern und so weiter. Wie begegnen Sie dem? Also das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ist das so? Entschuldigung. Aufschrei ist sehr häufig, ja. Ja, ist mir nicht bekannt, dass die IG Metall aufgeschrien hätte. Wir schreien auf, wenn unmittelbar Arbeitsplätze gefährdet sind. Aber das Ökologieargument gegen das Arbeitsplatzargument auszuspielen, ist eigentlich seit 20 Jahren nicht die Politik der IG Metall. Da tut man der IG Metall zumindest Unrecht. Dass einzelne Belegschaften aufschreien, das kann schon passieren. Das würden Sie aber auch tun, wenn ich das mal salopp sage, Ihnen unmittelbar an Ihren Arbeitsplatz, Ihre Einkommensgrundlage etc. geht. Das kann man doch nicht ignorieren. Und es gibt viele Diskussionen, vielleicht zu wenige, das kann man schon sagen, in den Betrieben über die Frage, welche neuen Produktionslinien und wie muss man produzieren, können aufgemacht werden und eine reale Alternative für die Belegschaften darstellen. Sage ich mal ein Beispiel. Es gibt, bisher gebe ich ganz offen zu, haben die keine Erfolge. Wir haben einen großen Kolbenhersteller, der beschäftigt in Europa 17.000 Leute. Das ist der größte Kolbenhersteller weltweit. Der macht nur Kolben für Verbrennungsmotor. Das heißt, wir verlangen von den Leuten, und das muss passieren, auch unter der Rubrik Beteiligung, dass sie sagen, dieses Unternehmen in der alten Struktur wird es nicht mehr geben. Und damit ist die Existenzgrundlage, so wie sie heute aussieht, von 17.000 Menschen und Familien weg. Deswegen bin ich trotzdem der Meinung, und das haben die Betriebsräte begriffen, es gibt dort Arbeitskreise, die sich auseinandersetzen mit der Frage, welche alternativen Produkte können wir bauen, mit der Kompetenz, die wir uns über Jahre, Jahrzehnte erworben haben und mit dem Spektrum, in dem wir drin sind, zum Beispiel in der Automobilindustrie, da fällt einem im Moment nichts anderes an. Das heißt, man muss für so ein Unternehmen eine radikale Transformation denken in ein vollkommen neues Unternehmen. Und wenn Sie die Menschen beteiligen wollen, dann wird das nicht von heute auf morgen gehen, sondern wird das viele Widerstände etc. hervorrufen. So, und wie geht es dann? Bis dato ist das kein akutes Problem, aber spätestens ab 2020, wenn die Zahlen der nationalen Plattform so allmählich wirkmächtig werden, wird das ein unmittelbares Problem. Also die Menschen beteiligen war jetzt ein gutes Stichwort. Ich hätte das jetzt gerne noch kurz weiter diskutiert, aber wir können sicherlich in der Runde nachher noch mal drauf zurückkommen. Die Menschen beteiligen, das ist auch Ihr Anliegen, Herr Campino, Demokratie, das sagten Sie mir im Vorgespräch, das ist Ihnen ganz wichtig, und Bildung. Jetzt frage ich mich, Desertec und Bildung, was haben die beiden miteinander zu tun? Um überhaupt sich mit dem Thema Solarenergie auseinanderzusetzen, brauchen wir andere Bildungsschemas. Derjenige, genau das, der Getriebebauer oder der Kolbenbauer könnte Teile für Solaranlagen bauen. Und vor Ort, dort, wo die Anlagen gebaut werden, wir wollen die Standorte benutzen, die am stärksten, wo die höchste Sonneneinstrahlung ist, das sind viele Menschen, die Arbeit brauchen, und durchaus also neue Berufe brauchen. Und daher ist das Thema Bildung Bestandteil des Konzeptes Desertec. So wie Wasser und Nahrung. Ne? Also stellen Sie sich vor, am Rande der Wüste, diese Menschen, die werden sich, also in diesem Fall für die Sahara-Region, es wollen etwa 150 Millionen Menschen. Im 30-Jahres sind es vielleicht 300 Millionen.
Und wenn dort kein Wasser, keine Nahrung, keine Bildung, keine Lebensgrundlage gibt, dann werden sie auswandern. Und wir wissen, wohin. Und wir wissen, was passiert. Daher ist das Thema Bildung, also Desertec ist nicht nur Energie aus der Wüste. Es ist eine sehr einfache Darstellung. Wir haben leider in unserer medialen Gesellschaft immer die Aussage, alles muss kurz gesagt werden. Lang hört niemand hin. Also keep it simple. Aber diese keep it simple kann man auch übersetzen dann mit dumm. Und dann ist die Botschaft verkürzt, ist die Botschaft nicht verständlich und werden alle unglücklich. Das heißt, Sie wollen jetzt lange reden. Ja, aber das tue ich nicht. Dann teilen Sie doch noch ein paar Ideen, die Sie haben mit uns. Ja, das Thema, ich will nicht lange reden, aber das ist ein Problem in der Tat, dass wir uns alle kurz fassen müssen. Für mich das Thema, Sie haben gesagt, Demokratie und Bildung. Wenn man hier liest, grüne Fortschritt für ein besseres Morgen. Wenn man liest, was hier steht, ökologische Transformation, tiefgreifender Umbau des industriellen Apparates und der Gesellschaft, Bildung, Forschung, Modernisierung, dann haben wir es. Wie wollen wir unsere Gesellschaft verändern, ohne dass die Menschen mitmachen? Daher bin ich der Ansicht, dass wir viel mehr Demokratie brauchen, viel mehr Beteiligungsprozesse der Bürger, denn für mich war es, Fukushima war es also ein Schock für mich gewesen. Nicht nur, was da passiert ist, und ich habe Freunde in Tokio, sondern es wurde nach 3 Tagen wurde die Energiewende verkündet. Alle glücklich, ich auch, aber es war kein demokratischer Prozess. Töpfer hat danach durch diese Dialogveranstaltung das Ganze dargestellt, dass die Gesellschaft in der Tat das trägt, und als ich Töpfer traf und ihm gratulierte für diese Leistung, an diesem Tag habe ich das wirklich den ganzen Tag vor dem Fernsehen gesessen, weil ich krank war zu Hause. Und er sagte mir, ja, Herr Campino, das war aber kein demokratischer Prozess. Und deswegen, wir können nicht von Katastrophen gesteuert oder geschubst zu werden, sondern wir müssen als rationelle Menschen unsere Zukunft in die Hand nehmen. Aber das tun wir nicht, weil der politische Wille fehlt, wie Sie sagten. Also ich will jetzt nicht die Ideen rauben links und rechts, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass dieser gewaltige Transformationsprozess nur aus der Mitte der Gesellschaft hinein rauskommt. Aber den müssen wir erstmal hineintragen, und dafür Bildung. Die Menschen müssen verstehen, dass sie vor einem gewaltigen Problem stehen und dass sie mehr Informationen brauchen, um entscheiden zu können. Also Kompetenzentwicklung. Nicht Informationen per Druck bedanken, die Menschen anfassen und dann, der platzt. Sondern die Menschen müssen erkennen, dass sie mehr Informationen brauchen, dass sie Wissen brauchen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Auch politisch. Wir leben in eine Demokratie, und die Wahl muss, also die Entscheidung muss über die Wahlen gehen. Die Mitte der Gesellschaft ist ein gutes Stichwort. Ja, Herr Huber repräsentiert die Mitte der Gesellschaft, aber Frau Günther repräsentiert auch ganz besonders die Mitte der Gesellschaft. Wir haben hier viel gehört an diesen beiden Tagen und auch viel, ich sag mal einfach Frust auf die Politik. Da passiert nichts, da wird nichts gemacht. Sie wollte ich fragen, vielleicht können Sie was zu dem Thema sagen, sind die Bürger eigentlich viel weiter als die Politik? Glaube ich erstmal nicht. Also ich glaube, was im Moment allen fehlt für diese ökologische Transformation, die große Teile der Gesellschaft möchten, ist ein Leitbild. Weil eigentlich wissen wir nicht so richtig, was am Ende steht. Und ich würde mal sagen, auch die Ökologie, der Bewegung, Ökologiegetriebenen, haben nicht so ganz eine Vorstellung, eine einheitliche Vorstellung, wie es denn passieren soll. Wir als internationale Organisation, und da stimme ich Herrn Huber ausdrücklich zu, müssen die Menschen mitnehmen. Wir können es nicht gegen sie machen. Und wenn wir in Deutschland was machen, einen Umbauprozess, glaube ich, dass er so organisiert werden muss, dass er auch nachgeahmt werden kann.
und dass er auch Menschen in anderen Ländern begeistert. Die Frage ist, welches Modell von Umbau bieten wir an? Augenblicklich ist in der Umweltbewegung Wachstumskritik das dominierende Modell. Wir müssen uns beschränken. Da hat mein Nachbar ein super intelligentes Buch geschrieben darüber, was ich nur empfehlen kann. Aber letztlich ist es auch so, dass der WWF seit langem die Kernthese, die darin vertreten wird, auch vertritt. Dieses Modell zu sagen, wir dürfen alle nichts mehr verbrauchen, beschränken, Wachstum darf es nicht geben, das werden wir nicht ernsthaft in China, Indien und all diesen Gesellschaften verkaufen können. Wir können vielleicht hier ein bisschen zurückgehen, das wird aber auch nicht den Unterschied machen. Deshalb ist unser Petitum, wir müssen dieses Bild der ressourcenarmen Gesellschaft kreieren. Weil das ist möglich. Das heißt, nicht Selbstbeschränkung, sondern Ressourcenverbrauch muss gestoppt werden oder drastisch eingeschränkt. Es müssen Kreislaufwirtschaften in allen möglichen Ebenen etabliert werden. Wir sagen dazu Reduktion des Fußabdrucks. Das ist jetzt auch nicht so anschaulich, weil nicht handlungsorientiert, aber das meint es eigentlich. Wir reden nicht davon, dass das Wachstum gebremst werden soll. Wachstum hat was sehr Positives, wenn es richtig ist. Was brauchen wir dafür? Das ist ja die Frage handlungsorientiert. Wir brauchen natürlich langfristige Ziele, die wir kommunizieren müssen. Und wir brauchen die richtigen politischen Weichenstellungen. Richtige politische Weichenstellungen sehe ich nicht als eine Silberbullet. Wir machen jetzt das und dann läuft alles in die richtige Richtung. Sondern wir brauchen ein ganzes Panorama an politischen Instrumenten. Wichtig ist für uns, also wir sind versuchen immer auch den Markt zu bedienen, wobei ich natürlich, das stimmt, was Sie sagen, kurzfristige Gewinnmaximierung ist ein riesiges Problem, aber wir suchen auch Marktmodelle, das heißt mit Bepreisung. Wir müssen Ressourcen ganz anders bepreisen. Das fängt damit an, dass beispielsweise die Energieversorger die ganzen Braunkohlegebiete eigentlich umsonst bekommen. Die zahlen nur das Land, aber alles, was darunter liegt an Schätzen, ich sage jetzt mal Braunkohle, wird nicht bezahlt. Der Staat gibt es einfach weg. Das kann nicht sein. Also da müssen wir ansetzen. Nur wissen wir natürlich auch, dass der Preis immer auch kurzfristig wirkt. In Situationen, Nutzer-Investor-Dilemma helfen Preisen eigentlich. Da müssen wir uns andere Modelle überlegen. Andere Modelle ist beispielsweise, ich möchte nur zwei nochmal nennen, zu sagen, wenn wir in diese Kreislaufwirtschaft wollen, dann müssen wir natürlich Recyclingprodukte. Aber wenn wir ein Produkt kaufen, wie wissen wir denn, wie viel Anteil Recycling da drin ist? Das muss, ich glaube, in einem ersten Schritt gelabelt werden, in einem zweiten Schritt gesetzgeberisch natürlich vorgeschrieben werden. Und so müssen wir uns langsam diese Wirtschaft umgestalten, damit auch Anreize und dann auch Vorgaben gemacht werden, wie diese Kreisläufe auch zustande kommen. Wenn wir die immer nur proklamieren, wird natürlich nichts passieren. Zum Schluss ist die Frage, ich habe so ein bisschen versucht, mich an den Fragen entlang zu hangeln, wie kriegen wir es hin, grünen Fortschritt zum sozialen Fortschritt zu machen? Wenn wir das nicht schaffen, wird es auch nicht gelingen. Und da ist natürlich zentral, dass Teilhabe gesichert ist. Ja, also vor allem auch ökonomische Teilhabe an diesem Umbau. Und da, wenn wir Netze bauen, finde ich wirklich den richtigen Schritt, die Bürger zu sagen, ihr könnt euch daran beteiligen, ökonomisch, und an den Gewinnen werdet ihr auch beteiligt. Und zwar zu viel höheren Zinssätzen, als es normalerweise an dem Markt üblich ist. Wir brauchen Ziele, wie Ökologie und soziale Ziele kombiniert werden. Die Wärmedämmung heute ist die soziale Absicherung für die armen Bevölkerungsschichten morgen. Nur dann sind sie geschützt gegen die volatilen Weltmarktenergiepreise, weil sie dann nicht mehr davon abhängig sind. Nur das müssen wir auch transportieren. Und ich habe noch mehr dazu, aber ich möchte noch eine Idee noch einwerfen, vielleicht für die Diskussion. Wie kann denn eine grüne Innovationsstrategie aussehen?
Ich finde es fatal, was wir zurzeit diskutieren, wenn wir von gesellschaftlicher Aufbruchstimmung sprechen. Immer zu sagen, wir wollen jetzt ein Energieministerium. Das ist das Gegenteil von dem, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen Verbreiterung und nicht Zuweisung eines gesellschaftlich breiten Themas an ein staatliches Ministerium. Deshalb plädieren wir dafür zu sagen, wir müssen die Gesellschaft mitnehmen in einem nationalen Forum, wir müssen mehr koordinieren, aber wir müssen die Bürger organisieren. Diese Idee, wir geben alles wieder an den Staat, an eine Stelle ab, ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Ja, da waren wir ja auch schon mal damals, als das Umweltministerium gegründet wurde, und das ist ja schon ein paar Jahrzehnte her, dass man gesagt hat, man gibt erstmal eine Stelle, was am Anfang eines solchen Prozesses sicherlich eine gute Idee ist. Ja, Herr Füchs, Frau Günther hat jetzt schon mal viele Forderungen gestellt, die sich eher in Richtung Politik richten. So, wir brauchen Vorgaben, wir müssen Dinge bepreisen. Das ist ja offensichtlich was, was die Politik tun soll, sonst die Preise fallen ja nicht vom Himmel. Wir haben ja aber auch gehört an diesen beiden Tagen jetzt, dass eigentlich in der Industrie schon unglaublich viel passiert, bis hin zu so kleinere Projekte, die auch hier unten vorgestellt wurden, unterhalb der Treppe, wo man irgendwie sagt, da ist unglaublich viel Erfindergeist und Innovationsgeist. Ist die Industrie nicht eigentlich schon viel innovativer als der Staat oder eben die Politik, wie es immer so schön heißt? Ja, ich bin der Letzte, der erwarten würde, dass technische Innovationen, Erfindung neuer Produkte, Verfahren, Techniken aus der öffentlichen Verwaltung kommen. Das ist aber auch nicht die Rolle von Politik. Die Rolle von Politik, und da kann ich an meine Vorredner anknüpfen, ist, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass mehr Nachhaltigkeit in die Ökonomie kommt und dass die Kräfte des Neuen gestärkt werden. Und es gibt sicher Beispiele, in denen man sagen kann, dass die Industrie der Politik schon ein oder mehrere Schritte voraus ist. Elektromobilität ist eigentlich so ein Beispiel. Ja, die Politik hat jahrelang und wir großes Geschrei, die Autokonzerne gegeißelt, ihr verschlaft den Übergang zur Elektromobilität, ihr sitzt fest auf euren benzinfressenden großen Karossen. Jetzt haben sie ihre Hausaufgaben gemacht, haben, wenn ich das richtig weiß, Bertolt Huber weiß das sicher genauer, 7 Milliarden etwa Euro investiert in eine neue Generation von noch mehr, ja, Elektrofahrzeugen, reine Elektroautos und Hybride. Die kommen jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr auf den Markt. 14 neue Modelle. Die Frage ist, wo ist der Markt dafür? Die sind natürlich jetzt hochnervös, ob diese Investitionen sich auch auszahlen für sie oder ob sie die abschreiben müssen, wie Bosch zum Beispiel seine Solarsparte abgeschrieben hat. Da können wir auch vielleicht nochmal drüber reden, was das eigentlich für eine Lektion ist. Und da muss Politik jetzt die Hausaufgaben machen, um diesen Markt zu beleben. Das heißt nicht, da schließe ich mich in Forderungen meiner eigenen Fraktion nicht an, dass wir jetzt Kaufprämien für alle Elektroautos kaufen sollen und die wohlhabenden Mittelschichten noch subventionieren, dass sie jetzt auf Elektromobilität umsteigen. Aber das heißt zum Beispiel solche Dinge wie die Dienstwagenbesteuerung umstellen und die ganze Kraftfahrzeugbesteuerung umstellen auf CO2-Emissionen oder bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, die ihren Fuhrpark umstellen auf Elektromobilität. Das ist wahrscheinlich überhaupt der Einstieg in den Massenmarkt, dass die ganze Auslieferung, also das, was im Nahbereich an Lieferverkehr stattfindet, umgestellt wird auf Elektromobilität, Busse und so weiter. So, also da muss Politik jetzt ein paar Weichenstellungen vornehmen, damit die Lücke kleiner wird zwischen den Kosten für konventionelle Fahrzeuge und für Elektrofahrzeuge, weil man wahrscheinlich nicht nur auf den Idealismus der wohlhabenden Leute setzen kann. Und damit wir in die Situation kommen, in der sich Economies of Scale auch im Bereich der Elektrofahrzeuge entwickeln können, so wie das der Fall war bei erneuerbaren Energien. Die erneuerbare Energie, die Erfolgsgeschichte bisher in Deutschland, das ist ja gerade ein Beispiel dafür, dass Politik überhaupt erst einen Markt geschaffen hat,
Der ganze Boom von Solar- und Windenergie ist überhaupt erst möglich geworden durch erneuerbare Energiengesetz. So, und das sind Beispiele, ich würde sagen, für eine intelligente Steuerung von Innovation und von Produktion und von Nachfrage, also von intelligenter Regulierung von Märkten, über eine Mischung aus Ordnungsrecht und Preis. Ich bin sehr dafür, wo immer möglich marktwirtschaftliche Instrumente einzusetzen, und das heißt im Wesentlichen, ökologische Kosten auch im Preis abzubilden. Und ich hadere so ein bisschen mit den Grünen, dass sie das Thema Ökosteuerreform so klein geschrieben haben. Jetzt sind sie aber, das fand ich relativ mutig, kurz vor der heißen Wahlkampfphase mit dieser Idee, mit dem Entwurf eines neuen Klimagesetzes rausgekommen, dessen Herzstück ist eine CO2-Steuer, neben vielen anderen Maßnahmen, die da vorgeschlagen werden, um die Verbrennung von Kohle und Öl wieder teurer zu machen und damit dann auch Investitionen in Energiesparen anzureizen und gleichzeitig bessere Bedingungen für alternative Energien zu schaffen. Also das ist das ganze Thema Ressourcensteuer. Ich würde sagen, Umbau unseres Steuersystems, das war ja mal die Idee hinter Ökosteuer, Umbau unseres gesamten der Staatsfinanzierung von der Besteuerung der Arbeitseinkommen auf Besteuerung von Ressourcenverbrauch. Das wäre nochmal ein mächtiger Schub für ökologische Innovation. Und gleichzeitig brauchen wir möglichst intelligente Instrumente, die zum Ordnungsrecht gehören, Effizienzstandards für Produkte, die in großen Serien hergestellt werden, Fahrzeuge oder auch Gebäude. Das japanische Frontrunner-Modell, dass die jeweils besten Energiestandards innerhalb von 5 Jahren zum Maßstab für die ganze Branche werden müssen, solche Art von Instrumenten. Produkttransparenz, Regine Günther hat das gesagt, also dass Konsumentinnen wirklich bewusste Entscheidungen, alternative Entscheidungen treffen können, indem sie wissen, wie ist eigentlich ein Produkt hergestellt. Worin ich mir noch nicht so richtig sicher bin, und das fände ich eine spannende Diskussion auch mit den Gewerkschaften und den Umweltverbänden, wie viel Staat und wie viel Markt brauchen wir am Ende auf diesem Weg? Also die Vermutung ist ja, und die hat ja gute Gründe, dass wir eher mehr Staat brauchen werden, also eine aktivere Rolle von Politik. Wir haben das am Beispiel der Energiewende diskutiert. Wir brauchen mehr Steuerung, mehr Koordination, mehr Langfristigkeit, mehr systemisches Denken. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich aufpassen, dass wir Wettbewerb nicht außer Kraft setzen und die Innovationskraft, die aus Wettbewerb kommt, also viele Unternehmen miteinander um innovative Ideen konkurrieren und wir nicht am Ende wieder bei ein paar großen Monopolen, auch wenn sie in Staatseigentum sind, enden. Also das, finde ich, ist eine ziemliche Herausforderung, Ordnungspolitik. Und der letzte Punkt sind Investitionen. Richard Rosen hat das gestern schon vehement eingefordert. Und heute hat Heiner Monheim da im Mobilitätspanel das auch vehement vertreten. Wir müssen die Investitionsquoten wieder steigern. Und das gilt sowohl für die Wirtschaft wie für die öffentliche Hand, für den Staat. Die Nettoinvestitionsquote in Deutschland. Und Investition heißt ja immer Zukunft. Ja, das ist Investition von heute, das ist die Zukunft von morgen. Die Nettoinvestitionsquote in Deutschland ist seit 1995 von 6% auf 3% zurückgegangen. Sie hat sich halbiert. Netto heißt nach Abschreibung. Und der stärkste Rückgang, der war bei den Bauinvestitionen. Wohnungsbau ist total runtergegangen, aber auch öffentliche Infrastruktur, haben wir einen riesen Investitionsstau. Und bei den öffentlichen Investitionen, den öffentlichen Händen. Und das heißt, Politik muss sich künftig auch stärker den Zielkonflikten stellen. Was sind die Prioritäten in den öffentlichen Haushalten? Und davor scheuen im Grunde alle Parteien weg. Ich würde sagen, am wenigsten die Grünen, aber auch die sind da nicht wirklich klar, dass es einen klaren Vorrang geben muss für öffentliche Investitionen.
Und da schließe ich nicht nur Investitionen in Sachen ein, sondern Investitionen in Menschen. Das ist der zweite Teil von dem Green New Deal, von dem Bertolt Huber gesprochen hat. Vor allem Investitionen in Bildung und Erziehung. Die beiden Stränge zusammen, sagen Investitionen in Infrastruktur und technische Innovation und Investitionen in Menschen. Das muss wieder einen viel größeren Stellenwert bekommen, wenn wir ernsthaft dieses Projekt einer ökologischen Transformation vorantreiben wollen. Ja, von den Investitionen in Bauten und Beton war man wahrscheinlich etwas müde nach Konjunkturpaketen 1 und 2. Herr Campino, Sie wollten zu Herrn Füchs direkt was sagen oder ist das jetzt so an uns vorbeigezogen? Nein. Ich wollte erstmal auf Frau Günther zu gehen und nach auf Herrn Füchs. Und zwar Frust auf die Politik. Wir haben genügend, also ich war gestern nicht da, aber heute haben wir einiges gehört. Die Politik wirkt unentschlossen, die Politik tut das falsch. Nicht schimpfen auf die Politik, denn wir haben sie ja gewählt. Wenn die Politik unentschlossen agiert, dann waren wir unentschlossen bei der Wahl. Beziehungsweise haben wir nicht die richtige Partei gewählt, sondern haben wir vielleicht die Partei gewählt, die uns die persönliche Optimierung anbot. Und daher, diese Schelte auf die Politik darf man so nicht gratis machen. Das bedeutet, wir müssen sehen, dass, wieso kommen wir dazu? Warum diese fehlende Orientierung? Frau Günther sagte, uns fehlt ein Leitbild. Wohin wollen wir gehen? Und vielleicht wäre es ein Weg, dass wir einen Prozess in unserer Gesellschaft einleiten. Ich weiß nicht wie, vielleicht Herr Füchs weiß, wüsste etwas wie man ein Leitbild entwickelt, dass die Gesellschaft das uns tragen soll. Und dann können wir sagen, okay, das ist, was wir wollen. Die politischen Parteien haben Programme aufgestellt. Die sind aber von einer Gruppe von Spezialisten oder von Menschen in der Partei aufgestellt, die aber nicht die ganze Gesellschaft tragen. Beziehungsweise die Menschen sagen, nee, das ist ja nicht meine. Oder man pickt was aus. Also ich denke, man sollte vielleicht darüber nachdenken, wie kommen wir zu einem Leitbild für die Zukunft? Und das andere ist Regulierung und Markt. Man sagt nicht so viel Regulierung und ich sage hoffentlich viel Regulierung, aber richtig. Und zwar in London hat es ein Fußballspiel gegeben vor kurzer Zeit. Die ganze Bundesrepublik guckte aufmerksam hin. So etwas Reguliertes wie Fußball gibt es nicht. Ohne die Regeln, die man da berücksichtigen muss und einhalten muss, könnte man nicht Fußball spielen. Und das war der Fall 1860, als die Prügeleien in den Stadien oder in den Orten, wo man Fußball spielte in London, so groß waren, dass die Krone und die Kirche bereit waren, Fußball zu verbieten. Und dann trafen sich die 6 wichtigsten Fußballclubs in einer Kneipe in London und haben gesagt, ja, jetzt brauchen wir Regeln. Und so ist ein hochreguliertes Spiel entstanden und alle gucken hin und dann gibt es Wettbewerb, weil es faire Regeln gibt, über ob die Funktionäre in den oberen Etagen auch sich irgendwelche Regeln einhalten. Darüber, das ist eine andere Story. Aber Regulierung brauchen wir. Und zwar die richtige, damit Wettbewerb entstehen kann, fairen Wettbewerb. Da denke ich sofort natürlich jetzt an rote Karten, was ja man auch interpretieren kann an Sanktionen, die es eben häufig nicht gibt, wenn das Verhalten, was man gerne haben möchte, nicht erwünscht ist. Ich bin sehr bemüht, mich fair zu halten und keine Regelverletzungen, grobe Regelverletzungen zu begeben, weil sonst schmeiße ich mich der Schiedsrichter raus und ich möchte Fußball spielen. Herr Huber, wie viel Fußball passt in die Industrie? Wie viele Schiedsrichter brauchen wir? Wer sollten die sein? Ich wollte gerade sagen, in der schönen Darstellung von Herrn Campino fehlt ja nur eine entscheidende Stelle, das ist der Schiedsrichter. Der entscheidet, was faul ist. Und im Zweifel entscheidet über ein Fußballspiel, was die Energiewende ja nicht sein sollte, entscheidet eine Einzelperson mit all den menschlichen Irrtümern, die vorkommen und über die wir uns alle
jedenfalls diejenigen, die Fußball schauen, ziemlich aufregen. Ja, ja, aber wir sind gekommen. Ja, Moment. Ja, ja, klar. Okay, dann lassen Sie uns Wege suchen. Mehr Regulierung ist mir zu allgemein. Da wäre mir schon lieber, was Füchs sagt. Füchs sagt, wir müssen wenigstens uns Klarheit verschaffen, wo der Staat stärker eingreifen muss. Ich bin persönlich der Meinung, und das ist da eigentlich auch die Position der IG Metall, wir brauchen stärkere Regulierung in der Frage investives Verhalten in Infrastruktur etc. Bis hin zu Anreizen in Bauten, Energie, damit Energie gespart wird etc. pp. Die Frage Bildung, Ausbildung, was mir dann immer fehlt, ist Weiterbildung. Wer Weiterbildung vergisst, hat die Hälfte des Lebens auch versäumt. Ja klar, wir stehen vor dem, dass Arbeitsbiografien mit 40 Jahren zu Ende sind. In jedem Artikel von jedem begabten oder weniger begabten Journalisten kann ich lesen, wir müssen Abschied nehmen von einer Vorstellung von Arbeit, die immer nur einen Arbeitsplatz vorsieht. Das schreiben diejenigen, die am liebsten nie wechseln würden. Ja, nein, ich will nur sagen, das ist eine Herausforderung und das wird nur über Weiterbildung gehen in einer Ökonomie, die nicht einfacher wird, sondern wenn wir ökologisch produzieren, komplexere Vorgänge von denjenigen, die das umsetzen in Produkte, erfordert. Und das ist nicht nur der Ingenieur oder die Wissenschaftlerin, Entwicklerin, sondern das beginnt bei der Facharbeit. So, jetzt gibt's noch nebenher gesagt, die Tendenz der letzten Jahre, die ja eigentlich genau das Gegenteil ist, von einer Ökonomie, die auf höherwertigere Produkte zielt, bessere Produkte zielt und gleichzeitig einen anwachsenden Niedriglohnsektor, der, wenn ich Europa nehme, der am stärksten gewachsene in den letzten 10 Jahren ist der deutsche Niedriglohnsektor in ganz Europa. So, und wie passt das zusammen? So, dann neben Staat und Regulierung muss man sich schon drüber im Klaren sein. Und da bin ich in dem Sinn, ist für mich Beteiligung nichts Abstraktes, sondern was ganz Konkretes. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Die Kostenoptimierung in den Betrieben, und das ist die herrschende Lehre, heißt, wir müssen die Arbeitsproduktivität erhöhen und wir müssen die Löhne senken. Das ist die Logik, die heute dominierend und beherrschend ist. Es gibt ein paar wenige Beispiele, wo wir über Diskussion auch mit den Betriebsräten neue Kriterien der Produktivität formuliert haben, die da heißt, der Ressourcen- und Energieverbrauch, wenn der nach unten geht, dann ist das weniger, betrifft das ja nicht die Lohnkosten, aber es ist ein Gewinn für alle und auch für das Unternehmen. Also das wäre ein Change. Und dass man das ausschüttet dann an die Mitarbeiter, dass man auch die Mitarbeiter dafür haben belohnt, wir auch, zum Beispiel. Nämlich mal zum Beispiel Stahlindustrie. Ich will das nur mal an Zahlen deutlich machen. In der Stahlindustrie sind die Lohnkosten, wenn ich alle Stahlunternehmen in Deutschland nebeneinander nehme, bei 11% und die Energie- und Materialkosten sind bei 80%. Ist doch irrsinnig, die Lohnkosten, wenn ich die um 10% senke, dann bin ich bei 1%. Und wenn ich die Energie- und Materialkosten um 10% senke, bin ich bei 8% Bruttowertschöpfung. Und das muss man in jedem einzelnen Betrieb, muss man sich vor Augen führen und das ist möglich, das vor Augen zu führen. Oder nehmen Sie mal zum Beispiel, was fällt mir da ein, gibt es ein Unternehmen, das ich jetzt nicht nenne, aber nennen könnte, wo die Ausschüttung, also die Ergebnisausschüttung, für die Beschäftigten, wenn es etwas zusätzlich gibt, gebunden ist an die Frage der Einsparung von Energie- und Materialkosten. Das ist ein Beispiel aus dem Stahlbereich. Und gleichzeitig Eingang gefunden hat in die Bezahlung des Managements. Die Kategorie, wie viel Einsparungen sind erzielt worden und was sind die Zielsetzungen und sind die erreicht worden oder nicht. Und dort werden materielle Anreize gesetzt, die wird der Staat so nicht setzen können. Aber das sind kleine Beispiele, die aber wahrscheinlich unter der Rubrik Beteiligung und die Menschen mitnehmen außerordentlich wichtig sind.
Aber das muss ja alles auf der betrieblichen Ebene passieren. Ich würde ganz gerne nochmal beim Staat bleiben oder bei der Politik in Anführungsstrichen, die ja eine große Verantwortung hat. Frau Günther, Sie sagten ja vorhin, die Dinge müssen einen Preis bekommen. Wer entscheidet denn, welcher Preis das für was sein soll? Denn wie wir hier auch mitgekriegt haben, die Entwicklung, die technologische Entwicklung, es geht ja alles so schnell, man weiß ja heute gar nicht, was die Industrien von morgen sind, die morgen Zukunft haben. Ja, der Preis. Wer weiß das am besten? Ich glaube, es kommt darauf an, was man sich anguckt. Also wir sind in einem Paradoxon. Einerseits ist es sehr beliebt zu sagen, wir machen alles dezentral und dann machen wir es aber nicht über Märkte. Und ich glaube, das wird nicht gehen. Die Energiewende ist ein sehr gutes Beispiel. Es wird aus wenigen Akteuren, ich sage mal zugespitzt auf 4, es waren ja nie 4, wir hatten immer Stadtwerke, aus 4 sind jetzt Millionen geworden, die Energie bereitstellen. Wenn wir darüber sprechen, wir wollen es intelligenter machen, wir wollen Lastmanagement machen, das heißt, dass Kühlhäuser beispielsweise abschalten, wenn Lastspitzen sind, so dass wir nicht so viel zubauen müssen, das werden wir doch nicht über Command and Control machen können. Das können wir nur über Märkte. Das heißt, je dezentraler es wird, und es wird dezentraler, desto mehr Märkte brauchen wir. Je konzentrierter es ist, sehr wahrscheinlich, desto mehr können wir auch regulieren. Wir brauchen neue Regulierung, aber die vernünftig die Märkte strukturieren. Wir haben beim Emissionshandel gesehen, wenn wir es nicht vernünftig machen, wird es kollabieren. Wenn wir Preise aufrufen, wird es Verteilungseffekte haben. Und da sind wir wieder bei den Gewerkschaften. Was wir ja gerade diskutieren, wir setzen einen neuen Markt auf, den sogenannten Kapazitätsmarkt. Je nachdem, wie man ihn strukturiert, werden die Verbraucher und dann auch die geringsten, die Einkommen, sehr viel dafür zahlen müssen. Und zwar an die, die schon genug haben, sprich die jetzt Braunkohlekraftwerke laufen haben, oder dass wir es sehr schlank aufsetzen und nur wenig Geld. Und da ist die Frage, ob die Politik, und das ist dann auch so eine Entscheidung, wie erfolgreich so ein Umgestaltungsprozess ist, ob die Politik diesen massiven Lobbyinteressen widerstehen kann. Und augenblicklich sieht es nicht ganz so aus, das muss man schon so sagen. Weil einfach der Verbraucher, der dann zahlt, nicht so gut organisiert ist wie die andere Seite. Und da ist schon ein Mismatch. Ja, Lobbyinteressen, das ist auch eine interessante Frage. Bei dieser Frage, was für einen Markt versucht man zu schaffen, wo wirft man sich drauf? Da fällt mir zum Beispiel immer die Solarindustrie ein. Da waren ja deutsche Unternehmen ganz erfolgreich dabei. Auch durch diesen neuen Markt, der da von der Politik geschaffen wurde. Ja, plötzlich geht es denen allen schlecht. Wie konnte das passieren? Weil sich die Entwicklung weitergedreht hat. Wie konnte das passieren, dass man sich da zum Beispiel so... Darf ich vielleicht dazu noch ein Wort sagen? Also es wird natürlich bei der Solarbranche immer geguckt, jetzt die ganzen Panels, die werden jetzt in China produziert. Letztlich macht es die Energiewende billiger. Das müssen wir sagen, ja, dass die jetzt nicht mehr hier produziert werden. Und wenn wir von deutschen Arbeitsplätzen reden, in der Lieferkette bleiben ungefähr 70% der Arbeitsplätze oder 70% der Wertschöpfung, nicht der Arbeitsplätze, in Deutschland. Eben, wer schraubt diese Panels aufs Dach, wer wartet sie? 30% sind jetzt nach China gewandert. Aber es hat natürlich auch einen positiven Effekt, weil die Menschen weniger für die erneuerbaren Energien zahlen. Insofern ist die Debatte natürlich auch ein bisschen verzerrt, ja. Wir würden es nicht unterstützen, jetzt neue Zölle aufzurufen, aus diesem Grund, sondern es ist eine Entwicklung, die man dann auch hinnehmen muss, dass man eben nicht mehr konkurrenzfähig ist. Ja klar, ne? Ich meine, der Markt wurde geschaffen, der Handwerker hat immer noch was davon, aber das Unternehmen guckt in die Röhre und der Markt zieht weiter. Ralf Füchs. Also ganz schlank würde ich jetzt nicht argumentieren, Regine, das ist schon ein Problem, wenn die Kernkompetenz verloren geht in einer Branche, von der wir beide zumindest davon ausgehen, dass es eine Zukunftsindustrie ist, mit einem global sehr schnell wachsenden Markt. Sagen die noch ist Deutschland der Leitmarkt für angewandte Solar, also für Photovoltaik, um es platt zu sagen. Aber China wächst sehr schnell, selbst
Brasilien, Südafrika, also es geht zunehmend in die Schwellenländer und auch in den USA wird das weitergehen. Das heißt, wir haben einen global rasch wachsenden Markt und zwar gerade deshalb, weil die Preise so gefallen sind, dass Solarenergie zumindest in südlichen Ländern heute schon mithalten kann, ohne staatliche Subvention, mit neuen Kohlekraftwerken oder mit, sagen, Öl. Also ich wäre sehr daran interessiert und würde dafür plädieren, dass wir zumindest eine industrielle Kernkompetenz halten, weil ich fürchte, dass uns sonst auch die Forschung verloren geht. Die Forschungskapazität, das ist die alte Erfahrung, die wir immer gemacht haben, dass diese Verknüpfung von Forschung und industrieller Anwendung, das macht die eigentliche Stärke dieses Standorts aus. Ich hoffe auch sehr, dass man mit China zu Vereinbarungen kommt, die zumindest einen Teil des Dumpings, das ja da effektiv betrieben wird, neutralisieren. Aber es gab natürlich auch hausgemachte Probleme und da sollte man nicht drum herum reden, wenn wir davon sprechen, dass wir die Investitionsquote erhöhen müssen. Das gilt eben auch für die deutsche Solarindustrie. Da sind nur entscheidende Jahre verpasst worden, in denen es dieser Industrie sehr gut ging, aufgrund der hohen Einspeisevergütungen. Aber sie lächerlich wenig investiert haben in Forschung und Entwicklung. Die F&E-Quote in der Solarindustrie war im Durchschnitt 2% vom Umsatz. Und das ist einfach lächerlich wenig. Das muss man ganz klar so sagen. Und in einem Massenmarkt kann sich Fertigung in der Bundesrepublik nur behalten, wenn wir an der Spitze der Innovation uns bewegen. Punkt. So, und da hat muss auch Politik zu lange zugeguckt, statt Förderung stärker auf Forschung und Entwicklung zu konzentrieren und früher auch ein Stück die Einspeisevergütung, würde ich sagen, zu reduzieren, die zu solchen bequemen Profiten geführt haben. Also ob da das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist oder nochmal zu retten ist, wir werden demnächst hier so eine Fachkonferenz machen zur Zukunft der Solarindustrie. Das wird man sehen, aber das ist ein Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Ich würde noch gerne einen generellen Satz sagen zu welcher Art von staatlicher Industriepolitik. Also die optimale Variante ist immer, dass der Staat Ziele setzt, aber nicht entscheidet über die Wege und nicht sozusagen eine technologiespezifische Politik macht. Zum Beispiel in einem alten Streit Wasserstoff oder Elektromobilität oder zweite Generation von Biokraftstoffen. Das sollten keine Entscheidungen sein, die von Beamten getroffen werden. Aber wir brauchen klare Zielvorgaben. Übertrage das mal auf ein anderes Feld, da hat der Michael Braungart gestern sehr vehement für plädiert, zum Beispiel die Vorgabe an die Industrie, dass ihre Produkte über eine bestimmte Periode hinweg recyclingfähig sein müssen. Das ist eine politische Zielvorgabe. Eure Produkte müssen wiederverwertbar sein und wir verknüpfen das mit einer Rücknahmeverpflichtung für die Erzeuger, für die Hersteller. Und das wird dazu führen, dass Innovation in eine andere Richtung geht, nämlich Produkte möglichst langlebig zu machen und das Design so anzulegen, dass die wieder gut verwertet werden können, Giftstoffe rauszunehmen und so weiter. Also es kommt nicht darauf an, dass der Staat im Detail vorgibt, was Forschung und Industrie zu tun haben, aber dass er klare Zielmarken setzt, um Innovation in eine nachhaltige Richtung zu lenken. Ein Thema würde ich noch ansprechen wollen und dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt, wenn wir über Industriepolitik sprechen und die Solarindustrie war jetzt ja als Beispiel herausgegriffen. Wie national muss Umweltpolitik, Nachhaltigkeitspolitik sein und wie international darf sie sein? Also wie viel Wert müssen wir darauf legen, unsere deutsche Industrie hier zu schützen, unsere deutschen Arbeitnehmer, Arbeitsplätze in Deutschland, nicht nur deutsche Arbeitnehmer, sondern alle, die hier arbeiten. Wie national, wie international, Herr Huber, können Sie dazu was sagen? Ich will nur anmerken, in der Photovoltaik, soweit ich die Zahlen kenne, und ich kenne die ziemlich gut, wenn Bosch da jetzt aussteigt,
Bosch hat nie etwas verdient in der Photovoltaikindustrie. Foto hat nur Verluste. Sie haben Anlaufkosten gehabt und haben jetzt bei 2,4 Milliarden Euro die Reißleine gezogen. So, und jetzt ist die Frage, und da geht es mir nicht um national und international. Da geht es mir um die Frage, und vielleicht beantwortet das, wenn man eine Energiewende haben will, braucht man zumindest im europäischen Kontext die Windkraftindustrie und sie brauchen die Solarindustrie. Und vielleicht ist ein pur nationales Vorgehen an der Stelle gar nicht hilfreich, sondern es wäre wahrscheinlich erst recht hilfreich, wenn ich das Scheitern der einzelnen Akteure jetzt in Deutschland sehe. Da werden nämlich viele Modulhersteller in der Photovoltaikindustrie, die werden erst recht vor der Insolvenz stehen. Bosch ist ja an der Stelle nicht insolvent, sondern ist eigentlich high level und gut gesettelt. Und da werden wir noch einige Insolvenzen erleben, wo immer Arbeitsplätze dahinter stehen. Wir befürchten im Moment in der Windkraftindustrie rund 40.000 Arbeitsplätze, die im Moment akut gefährdet sind. So. Und jetzt doch die Frage zu beantworten, jenseits machen wir das oder andere. Wenn wir der Überzeugung sind, dass Europa sozusagen in der Lage sein muss, Leitindustrie, und da bin ich bei diesem Leitbild, was Frau Günther gesagt hat, eine gute Zukunft auch für die Beschäftigten und eine tragfähige Konzeption vorzulegen, müssen die beiden Dinge funktionieren, Wind und Sonne. Und dazu wird man wahrscheinlich andere Modelle suchen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass die Zollfrage das Problem löst. Das halte ich alles für einen Quatsch. Man muss einfach Folgendes sehen. Die deutsche Photovoltaikindustrie ist von ihrer Einrichtung her, hat nicht die neueste Generation. Das heißt aber, der deutsche Maschinenbau hat den Chinesen das gebaut, dass sie über Industrieanlagen signifikant produktiver sind wie die deutsche Photovoltaikindustrie. So, und jetzt muss man ja das Ganze, wenn man die Energiewende will, sozusagen in der gesamten Wertschöpfungskette sehen. Ich bin überzeugt, diejenigen, die haben gute Geschäfte gemacht mit den Chinesen, der Maschinenbau wird weiter in diesem Feld aktiv bleiben. Aber gleichzeitig, und das will ich nochmal betonen, was Ralf Füchs gesagt hat, wenn die Photovoltaikindustrie aus Deutschland abwandert und wir keine Anwendung haben, wird über kurz oder lang F&E woanders sein und die Produktion sowieso. Und insofern geht es um ganze Wertschöpfungsketten und eigentlich weniger um die nationale Frage unmittelbar. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt klar machen konnte. Ja. Ich hatte ja gesagt, wir müssen uns langsam dem Ende nähern, aber ich hatte ja auch den Zuhörerinnen und Zuhörern versprochen, wenn sie hier rausgehen, sie bekommen irgendwie, sagen wir mal jetzt, 4 Punkte mit auf dem Weg, was unbedingt passieren muss. Das könnte ich jetzt zusammenfassen, aber ich würde einfach jedem von Ihnen nochmal einen Satz geben. Sagen Sie, was muss passieren, was ist die wichtigste Forderung jetzt oder das Wichtigste, was passieren muss, mit dem alle, die hier sitzen, jetzt rausgehen können und sagen, genau, das fordere ich jetzt morgen auch oder das mache ich. Herr Füchs, wollen Sie anfangen? Ein Satz. Da würde ich gerne nochmal auf gestern Abend zurückkommen. Wichtiger als Diskussion über einzelne Maßnahmen ist für mich, ob wir in der Lage sind, und das ist nicht nur Politik, sondern alle Akteure hier, ob wir in der Lage sind, Begeisterung zu wecken und Aufbruchstimmung für eine Vision, dass wir die Bundesrepublik und Europa zum Vorreiter machen für diese neue grüne industrielle Revolution. Und dass wir damit sowohl eine Antwort geben auf die große ökologische Herausforderung, aber auch auf die Frage, worin besteht künftig ökonomische Wertschöpfung in Deutschland und in Europa und was ist die Basis, die ökonomische Basis des Sozialstaats. Dafür brauchen wir eine große Erzählung, die Motivation schafft, die Fantasie und Kreativität freisetzt und wir brauchen dann halt eine halbwegs konsistente Politik dafür, die auch die Steuerpolitik und die Forschungspolitik und die öffentliche Investitionspolitik
danach ausrichtet. Okay, also Begeisterung schaffen für die ökologische Transformation. Das war der eine Satz, Frau Günther. Was ist Ihr Herzensanliegen nochmal in einem Satz? Naja, das ist ja der Kern. Wenn die Menschen nicht dahinter stehen und nicht dran glauben, wird es natürlich auch nicht gelingen. Ja? Und es wird dann auch nicht gelingen, das zu exportieren und andere Nationen davon anzustecken. Und insofern ist, glaube ich, genau dieser Weg, wie wir uns da aufstellen, welche Vision der wir von haben, das Zentrale. Wenn wir so weitermachen wie bisher und uns im Klein-Klein verlieren, so kostet das 1 Cent mehr oder das 2 Cent mehr, was natürlich diskutiert werden muss. Aber das darf niemals der beherrschende Diskurs sein. Und das war es aber in den letzten Monaten. Und dann werden wir das verlieren. Das muss uns schon klar sein. Also es geht nicht um Geld in erster Linie, sondern um Werte. Und die müssen klar sein. Na gut, es geht schon auch um Geld. Kosten ist natürlich ein wichtiger Indikator. Nur wenn es darum geht, wo wir hinwollen, dann muss natürlich das Ziel dastehen. Und der Rest ist dann, wird man, glaube ich, regeln können. Okay. Herr Campino. Lass uns mal einen Prozess aufsetzen, damit wir auf diesem Bild herankommen. Dass die Menschen wissen, worum es geht, wenn wir Begeisterung für eine grüne Entwicklung haben wollen. Da müssen wir den Menschen das etwas näher bringen und erzählen, worum es geht. Und an welcher Stelle stehen wir heute? Deutschland hat sehr viel geschafft, auch wenn man es manchmal so von lauter Bäumen nicht den Wald sieht. Aber die Story ist noch nicht geschrieben. Vielleicht muss sie verschriftlicht werden. Vielleicht muss sie mit anderen Menschen diskutiert werden. Und da würde ich also kein Statement machen, sondern einfach die Idee aufwerfen, dass man sich auf den Weg macht, um diesen Prozess zu starten und am Ende ein Gesamtbild zu haben. Okay, also Begeisterung, eine Vision, einen Prozess und loslegen, Herr Huber. Jetzt gilt ja der alte Satz, den letzten beißen dann die Hunde, oder wie? Also sage ich folgenden abschließenden Satz, und das meine ich ernst, den letzten beißen wirklich die Hunde. Und deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als vorne mitzumischen in den ganzen Bereichen, die jetzt meine Vorrednerinnen und Redner schon ausreichend gesagt haben. Ich möchte nicht, dass wir sozusagen vom Hund gebissen werden an der Stelle. Ich glaube, es sieht auch nicht so aus, wenn man die Tage hier Revue passieren lässt, dass uns die Hunde beißen. Sage ich jetzt einfach mal so als unverbesserliche Optimistin, aber das ist meine eigene bescheidene Meinung. Ich übergebe an Herrn Füchs und bedanke mich bei allen hier auf dem Podium. So. Und mir bleibt nur noch, dieses Dankeschön nochmal aufzugreifen an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier auf dem Podium, auch an unsere Moderatorin, die so kurzfristig eingesprungen ist. Sie haben das ganz wunderbar gemacht. An die Dolmetscherinnen und Dolmetscher und an meine Kolleginnen und Kollegen von der Böll-Stiftung, Simon Wolf und andere, die diese Tagung vorbereitet haben. Und an Sie, diejenigen, die durchgehalten haben über diese 1,5 Tage. Ich hoffe, das war für Sie eine interessante und lehrreiche Erfahrung. Sie nehmen viel Inspiration mit, in dem Sinn, dem wir dieses ganze Unternehmen gestartet haben, dass wir den ökologischen Diskurs umdrehen müssen von einem Bedrohungs- und Angstdiskurs in eine Diskussion über Chancen und über Zukunftsmöglichkeiten. Das ist die ganze Idee, die hinter diesem Projekt steckte. Und ich hoffe, die haben wir wenigstens ein Stück weit eingelöst. Es ist jedenfalls keine Eintagsfliege. Und wenn man mit Ignacio Campino sagt, es muss nur aufgeschrieben werden, es gibt da nicht nur mein Buch, sondern ein neues Buch, was die Böll-Stiftung rausgegeben hat, zusammen mit dem Ökom-Verlag, Bericht aus der Zukunft. Da geht es um lauter Best-Practice-Beispiele, um zu zeigen, wie heute schon begonnen hat, wovon wir hier sagen, gesprochen haben, empfehle ich sehr auch zur Lektüre. Und ganz am Schluss möchte ich Sie noch bitten, bleiben Sie noch einen Moment. Es gibt nämlich einen ganz speziellen Abschluss dieser Konferenz. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann springen wir direkt auf die Bühne. Was Sie jetzt noch erwartet, ist ein szenischer Abschluss von diesen 2 Tagen. Mein Name ist Christian Sauter, ich bin vom Improvisationstheater Freiwild Berlin und wir haben
diese Konferenz begleitet, 2 Tage lang, und werden den Extrakt, den wir da herausgefischt haben, szenisch jetzt hier gleich auf die Bühne bringen. Und es war schon viel die Rede von Aufbruchstimmung, ja, von Begeisterung. Und wir hoffen, so ein bisschen Begeisterung Ihnen jetzt auch noch schenken zu können. Genau, hier wird gerade die Bühne umgebaut. Und vielleicht Improvisationstheater, vielleicht mal kurz die Frage, wer von Ihnen hat Improvisationstheater schon mal gesehen? Vielleicht ganz kurz die Hand heben. Ah, wunderbar, es sind einige. Wer hat es noch nie gesehen? Auch ein paar, genau. Wer mag solche Abfragen nicht? Ja? Doch. Sehr schön, ja. Improvisationstheater, viele haben da die Sorge, oh Gott, da muss man dann mitspielen, dann wird man auf die Bühne geholt, vor allem die erste Reihe. Keine Sorge, das ist nicht so, wir nehmen immer die zweite. Wir improvisieren, wir spielen hier vorne und Sie können aber noch einiges hineingeben. Ja? Wir brauchen Ideen für die Szenen. Wir haben selber schon Ideen natürlich von diesen 2 Tagen, die werden wir auch gleich zeigen. Aber Sie können hier auch noch interaktiv mitgestalten. Und jetzt ist man aber natürlich in so einer Haltung, man hat jetzt hier lange zugehört, Sie sind erstmal ein bisschen runtergefahren und deswegen vielleicht mal ein kleines Warm-up auch für Sie. Und deswegen gleich mal ein kleiner Test. Sie sind ja alles Innovatoren, ja, interessiert an Veränderungen und was es da braucht, ist auch die Gabe der Improvisation. Wir machen das theatral-szenisch und Sie müssen es noch in ganz anderen Bereichen. Deswegen vielleicht mal ein ganz kleiner Test. Schauen Sie gleich mal die Person, die rechts neben Ihnen sitzt, an. Rechts neben Ihnen. Und jetzt nur überlegen, also nicht sagen, sondern nur überlegen, wenn das ein innovatives Gerät wäre, was für ein Geräusch würde dieses Gerät dann machen? Aus dem Haushalt, kann auch Gartengerät sein, oder? Kann Gartengerät sein, Haushaltsgerät oder ähnliches. Ja, ich habe schon was für dich. Du hast schon was für mich? Du bist da rechts neben mir. Ja. Vielen herzlichen Dank. So, und jetzt erzähle ich mal bis 3 und dann bitte alle gleichzeitig das Geräusch machen von diesem Gerät. Ja? Wenn es alle machen, hört man es auch nicht so genau, was ich mal mache. Probieren wir es mal. 1, 2, 3. Ja, das war sehr dezent. Jetzt schauen Sie mal, das Erste, was Ihnen einfällt, rufen Sie jetzt gleich nach vorne, wenn ich Folgendes sage, und zwar Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Ja, das sind Innovationen, die so langsam versickern. Ja? Wir probieren es gleich nochmal. Ja? Gehen Sie richtig rein. Was wir brauchen, ist eine starke Aktion hier. Und zwar verdrehen wir es doch einfach mal. Die Frauen bitte den Mana Mana-Teil möglichst tief und die Herren den Dü-Dü-Dü-Dü möglichst hoch. Okay? Ich zähle bis 3 und dann, meine Damen, geht's los. 1, 2, 3. Naja, geht so. Probieren wir mal die Gegenprobe. Die Herren bitte den Mana Mana Teil. 1, 2, 3. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Sehen Sie, das Gefühl hat man auch, wenn man jetzt investiert zum Beispiel und denkt so, aha, der Markt nimmt es nicht an. Ja? Sehr schön. Wir brauchen gleich in den Szenen brauchen wir Ideen von Ihnen. Ideen und zum Beispiel, wir bräuchten einen Namen. Aha, sehr schön. Ja, jetzt gehen Sie mal in sich. Ja, genau, wir brauchen schnell Namen. Ich zähle nochmal bis 3. Den eigenen Namen. 1, 2, 3. Hans. Ah, vielen Dank, da gibt es einen Hans. Sehr schön. Den Namen der eigenen Mutter. 1, 2, 3. Monika. Ursula. Den Namen des Vaters. Dieter. Hans-Peter. Sehr schön. Ein schönes Urlaubsland. Spanien. Aha. Das letzte neue Gerät, das Sie gekauft haben. Kopfhörer. Hans, ja, auch sehr schön. Hans kann man kaufen, sehr gut. Was braucht die Welt? Was braucht die Welt noch mehr? Ach, vielen Dank, ja, da kommt, glaube ich, was Klares. So, sehr schön, Sie haben jetzt schon gesehen, so, oh Gott, da muss man was sagen. Ja, da muss ich auch noch mitdenken. Genau das wird gleich passieren. Wir fangen gleich an mit Szenen und dafür haben wir jemand ganz Innovatives hier vorne geparkt, nämlich Sie, werter Herr, darf ich Sie noch einmal bemühen? Vielen herzlichen Dank. Sie sind freiwillig, genau. Kommen Sie doch kurz auf die Bühne. Sie müssen nicht mitspielen, keine Sorge. Sie sind unser Startgeber. Sie geben uns einen Impuls und zwar schnappen Sie sich mal die Person. Und wir haben ein bisschen recherchiert. Sie sind ja ein begnadeter Bildhauer. Vielen herzlichen Dank. Genau. Ja, ja. Genau. Sie, nein. Genau. Und Sie können das gleich mal unter Beweis stellen, indem Sie die Person in eine bestimmte Position bringen, die Ihnen gefällt. Stellen Sie ihn gerade mal in irgendeine. Vielleicht, wenn Sie genau die Gelenke haben, meistens nur eine Richtung, wenn Sie das basteln. Dann ansonsten. Genau, alles, was möglich ist, bitte. Hervorragend, wunderbar. Da haben wir so eine Ausgangsposition für die allererste Szene. Genau, der Schauspieler geht jetzt in sich. Was soll das bedeuten? Und jetzt schnappen Sie sich den anderen noch und stellen den auch noch, wie es Ihnen gefällt, dahin.
Das ist die Ausgangsposition für die allererste Szene. Vielen herzlichen Dank. Noch nicht fertig. Die Details, die Liebe liegt im Detail. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für diese Beteiligung. Und jetzt vielleicht noch als kleiner Hinweis, die Szene wird im Endeffekt vorbei sein, wenn ein Vorhang fällt, ein symbolischer. Und wir werden jetzt gleich erstmal mehrere kurze Szenen ineinander schneiden, die jeweils, die Kollegen halten so lange noch durch, das ist schön. Die jeweils durch ein Klatschsignal verbunden sind und dann gehen wir in eine komplett neue Szene. Und wenn Sie vielleicht uns am Anfang ein bisschen mehr Energie geben, damit wir die Szene anfangen können, und zwar 1, 2, 3, Bühne frei, das ist Ihr Text, und die allererste Szene beginnt 1, 2, 3, Bühne frei. Hey! Ja, Leiti! Bist du schon auf dem Gipfel? Nein. Ehrlich gesagt, gehen mir diese Gipfeltreffen noch ganz schön auf den Sack. Ich hoffe, dass wir, wenn wir mal oben sind... Wo bist du eigentlich? Bist du vor mir oder bist du hinter mir? Ich bin vor dir, wie immer. Siehst du schon die Spitze? Ja, sie ist da oben. Angela Merkel ist schon da. Oh. Freeze. So, Schatz, schön, dass du nach Hause kommst. So. Was machst du schon hier? Ja, ich bin mit den Kindern früher aus dem Urlaub nach Hause gekommen. Und guck mal hier, die Stromrechnung ist gekommen. Schatzig. Hallo. Schau mir mal die Stromrechnung an. Du warst ja scheinbar auf Geschäftsreise. Ja, ich war ja in New York. Wenn ich die Stromrechnung anschaue, allerdings, dann sehe ich hier Samstagabend, gesamte Außenbeleuchtung, Whirlpool, Stromverbrauch, Licht im Schlafzimmer war an. Das sehe ich hier alles auf der Rechnung. Das ist alles minutengenau Protokoll. Allerdings. Der Mann von Vattenfall war da, wir haben einfach alles ausprobiert. Darf ich auch? Was ist ein Kaugummi oder was? Wenn du Energieminister wärst, ja? Mhm. Also Herr Minister. Ja. Was wollen die tun? Hans, Herr Minister. Was ich... Also wenn ich Energieminister wäre, dann würde ich dafür sorgen, dass die Sonne einfach ein bisschen heller strahlt. Dann muss man nicht mehr heizen. Was würdest du denn machen, wenn du Energieminister wärst? Ich würde mich beamen vielleicht, dass ich, wenn ich im Spreewald wohne, Allgäuer Milch trinke. Allgäuer Milch trinken kann. Ja. Meinst du, Mama hat wieder Milch gekauft? Jetzt das grüne T-Shirt zu den weißen Handtüchern getan. Oh, jetzt sind die ja auch grün. 50% der Wäsche ist jetzt grün, würde ich sagen. Hoffentlich schimpft die nicht, sonst kommt sie wieder. Ja, sagt, den ganzen Tag sitzt ihr vor der gläsernen Waschmaschine. Kriegt man runde Augen. So schönes Wetter. Tupfer. Tupfer. Das ist die erste Operation am offenen Herzen. Ich brauche etwas mehr Ressourcen. Ich hab die Industriegesellschaft schon anästhesiert. Gut. Wo sind die Innovationen? Ich brauche noch mehr Innovationen. Innovationen. Hier habe ich zwei Meter Innovationen. Reicht das? Was macht der Klimaindex? Klimaindex, da steht's ab, 46 zu 8. Es geht runter. Ja, gut, ich... Innovatoren. Innovatoren, okay. Fertig. Und? Okay, es läuft. Wunderbar. Das hat schon angeschlagen. Wir brauchen Kohle zum Abtupfen. Kohle. Für das Kickstrike zu alt ich geworden bin. Deswegen baue ich auch was Neues. Ich bin schon dabei. Schau. Das wird total super. Begeisterung notwendig ist. Meister, ihr werdet sehen. Das wird die Welt revolutionieren. Ich sehe. Luke, du musst dich beeilen. Lea. Wir sind in Gefahr. Ich bin dabei. Du kannst dich auf mich verlassen. Oh, die Verbindung. Sie saß in einer Straßenbahn. Sie saß in München. Ja. Da
linke Seite der Macht ist hier. Was willst du hier? Oh. Achte auf die Gewinnmaximierung. Wirklich? Auf die Gewinnmaximierung? Ja, du. Wieso? Wir brauchen mehr X-Wing-Fighters. Was, weil man die so gut absetzen kann? Ja, da gibt es eine Dienstwagenpauschale Vorzug. Luke, ja? Nicht hören auf ihn, du musst. Aber vielleicht in ist dir das... spüren den Kundenwunsch. Das ist deine Aufgabe. Es gibt so unterschiedliche Kundenwünsche. Die einen wollen, die wollen Mobilität in ihren Straßen, die anderen wollen lieber überall durchfahren und einige wollen mit ihren Kindern. Natur und Technologie nicht kooperieren. Auch durcheinander reden. Du hast doch die Macht. Du hast doch die Ressourcen. 30 Millionen Sturmtrupper könnten... Die stehen hinter mir. Ich spüre sie jeden Tag. Die könnten doch uns beim Bauen helfen. Wieso muss das unbedingt nicht zusammenpassen? Natur und Sturmtrupper und Macht. Wenn ihr zusammenarbeitet, dann könnten wir eine völlig neue Mobilität aufbauen. Eine Koevolution. Das wäre... Nicht bewegen, nicht bewegen. Ja, also dieser Sektempfang war letztes Jahr irgendwie besser. Ja, aber wenn man unter Beobachtung steht, dann ist immer First Mover get killed. First Move, nicht bewegen. Nein. Ich habe hier noch, glaube ich, mein Glas ist, glaube ich, halb voll. Drei Viertel voll. Oder halb leer, hier kommt drauf an. Es ist Sekt, glaube ich. Nicht bewegen. Vielleicht, wenn ich nur einen Mini-Move mache? Nein, nein, das zahlt sich nicht aus. Man wird sofort abgewählt. Sofort abgewählt. Ich probiere es jetzt. Bei mir ist das Glas halb voll. Was? Abgewählt. Und jetzt gehe ich zur EU-Kommission und schaue, ob sich da jemand bewegt. Ich habe dir was mitgebracht. Das ist aber schön. Ja, komm rein. Man sieht dir die 5 Milliarden Jahre gar nicht an. Ah, vielen Dank. Ja, das ist schon eine Weile. Sieht eher aus, als wenn du schon seit 100 Jahren durch die Welt läufst. Durch die Welt. in letzter Zeit geht so. Wie soll ich sagen? Man sieht es an der Haut, nicht mehr so ganz frisch. Ja. Ist der Staat wieder vorbeigekommen und hat deine Ressourcen alle verschenkt? Ja. Was sag ich dir? Der lernt es nicht mehr. Ding Dong. Das ist sicher Jürgen Trittin. Was? Echt? Ja. Ach so, natürlich. Der ist ja. Genau. Ja, komm rein, Jürgen. Ja, tut mir leid. Bin nur ich, die Natur. Ach, Natur. Ja, ich. Tut mir leid, ich kann nicht so viel für dich tun. Wie alt bist du geworden? 5 Milliarden. Du solltest dich mehr bewegen. Tut mir an der Zeit jetzt. Ich hab hier nichts mitgebracht. Vielleicht kommt ja noch Jürgen. Wo sind die Buletten? Da hinten, aber die sind vegetarisch. Fleisch ist... Von mir? Alle. Ja. Na ja. Ich finde, sie sieht immer noch schön aus. Der Kreislauf ist geschlossen. Nein, die. Ach so, die Natur, ja. Ja. Aber gewisserweise seid ihr jetzt zusammen. Naja. Ich glaube, der Jürgen kommt nicht mehr. Der ist wahrscheinlich wieder fest im Griff der Politik. Wahrscheinlich. Ding Dong! Ja, hör rein. Das ist ja toll hier mit den Türen. Ja. Ich bin's, Deutschland, hallo. Deutschland, ja, schön. Hallo, grüß dich. Hey, Deutschland. Lange nicht gesehen. Na? Ja. Als Haus. Ich habe ein Geschenk für die Welt. Ja, das bin ja dann ich. Ja. Ja, ist ja praktisch. Hier, liebe Erde. Oh. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben. Drei, schon fünf Mal, Milliarden Mal gesungen. Mal hoch. So lange gibt es sie schon? Wusste ich gar nicht. So, okay, ja, was ist denn das? Unser Energiesystem. Das ist eine Energiewende. Eine Energiewende, da warte ich ja schon lange drauf. Das habe ich mir so gewünscht. Ich ziehe sie gleich mal an. Und, wie steht's mir? Die Schwellenländer hast du nicht richtig abgedeckt. Oh, verdammt. Ja, warte, dann muss ich... Einer muss vorreiten. Lass es an. Ich bin ein Schwellenland, ich will hier durch. Ja, Papiere.
Ich habe mehrere Pässe. Einen ukrainischen, einen chinesischen, wobei ich weiß nicht, ob das noch abgelaufen ist, ob ich da noch Schwellenland bin. Dann habe ich noch Brasilien. Das ist schön. Ja, Sie können natürlich, Afrika. Sie können natürlich auch über den Gipfel fahren. Ja? Da fahren die ganzen Industrienationen fahren auch immer hoch hinauf. Ja? Da oben. Aber Sie können natürlich auch hier den Tunnel nehmen. Ja? Ich würde Ihnen empfehlen. Das schaffe ich ja nie da hoch. Ich nehme den Tunnel. Da braucht man schon ordentliche Ressourcen dafür. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ein paar habe ich noch. Aber ich würde gerne den Tunnel nehmen, weil ich habe so viele Ressourcen. Ja, Sie brauchen halt schon etwas durch den Tunnel durch. Ja, alle Pässe habe ich ja schon abgegeben. Ja, da braucht es noch mehr. Ja? Was braucht es denn noch? Ja, Sie brauchen ein wenig Mut. Brauchen Sie? Ja, Mut. Haben Sie noch Mut dabei? Mut? 10, 50 Mut reicht das? 50 Mut, ja, das ist gut. Miep, miep, miep. Ah ja, und etwas Weitsicht. Ja, Weitsicht habe ich. Geh doch mal weiter hier. Ja. Ah. Was ist das denn? Hätte ich auch über die Atacama-Wüste fahren können. Ah ja, das ist... Miep, miep. Ja, das ist die Vorreiterindustrie, die darf durch. Ja, fahren Sie durch, fahren Sie durch. Ja. So. Gut, also dann haben Sie eigentlich genug gezahlt. Hier sind die Pässe zurück, viel Vergnügen. Ja. Danke sehr. Die Maschine läuft ja hervorragend. Kolben aus Deutschland. Ah, hervorragend. Er hat an den Schrauben gedreht. Oh Gott, waren das jetzt die falschen Schrauben? Mehr Biomasse! Die Biomasse. Yo, offshore! Oh Gott, waren das jetzt die richtigen Schrauben? Natürlich. Welche Verbindung? Wo muss man gerade drehen? Der Frühling bricht aus. Es hat funktioniert. Das war jetzt der Vorhang. Vielen herzlichen Dank. Wir haben noch eine eigene Innovation vorbereitet und zu dieser Innovation können Sie uns auch noch einen kleinen Input geben und dafür brauchen wir diese freiwillige Person hier vorne. Vielen herzlichen Dank. Kommen Sie doch mal kurz ein Stückchen näher, vielleicht einen kleinen Applaus für diese Freiwilligkeit. Vielen herzlichen Dank. Herr John, das ist dieser kleine Mann so aus der Komfortzone raus, das braucht man für Innovation. Sie müssen überhaupt nicht mitspielen. Sie schnappen sich jetzt einen von den beiden Herren, wer Ihnen besser gefällt. Den nehmen Sie einfach. Wunderbar, dann nehmen Sie... Klasse, nehmen Sie doch noch mit und gucken Sie mal, wenn Sie einfach gleich hinausgehen, Sie müssen nur darauf achten, dass er nichts mitbekommt, was wir hier drinnen besprechen. Sie können, soweit ich weiß, zum Beispiel diese Tür hier nehmen und einfach hinaus. Er darf nichts hören, was wir hier besprechen. Wunderbar, denn Daniel wird gleich unser Innovationsträger sein. Es geht eigentlich darum, dass keiner was hört, dass wir nicht wissen. Genau, wenn ihr den Ton vielleicht noch runterfahrt von draußen, das wäre hervorragend. Ja, und wir haben jetzt gleich folgende Situation. Er ist Erfinder und hat so ein ganz gängiges Gerät, was man so haben kann. Was könnte das sein, was es schon gibt? Irgendein Produkt. Das hat er weiterentwickelt. Was könnte das sein? Was bitte? Gibt es das schon? Ah, okay. Ja. Ein normaler Dosenöffner. Und er hat in diesem Produkt noch etwas komplett, eine zusätzliche Zusatzfunktion hinzu erfunden. Was könnte das sein? Was Ungewöhnliches für einen Dosenöffner? Zum Zumachen. Wunderbar. Ne? Naheliegend, aber sehr ungewöhnlich. Wunderbar. Er hat also einen Zwei-Wege-Dosenöffner sozusagen erfunden. Hervorragend. Und darauf muss er kommen in der folgenden Szene, ohne es zu wissen, ob er das schafft, werden wir gleich sehen. Und genau, wenn du einfach die zwei wieder hereinholen würdest. Danke sehr.
Vielen herzlichen Dank. Hat er was mitbekommen, was wir drinnen besprochen haben? Haben Sie was mitbekommen? Hervorragend. Wunderbar, dann lassen Sie sich überraschen. Sie können gerne wieder Platz nehmen. Das war schon alles. Du hast ein Produkt, das es bereits gibt, weiterentwickelt und eine Zusatzfunktion versehen. Und auf das musst du gleich kommen in der folgenden Szene. Und, guten Tag. In welcher kurzen Zeit er das schafft, werden wir gleich sehen. In der nächsten Szene, wenn Sie einzählen, 1, 2, 3. Bühne frei, genau. Vielleicht noch mal ein bisschen. 1, 2, 3. Bühne frei. Ja, schön, dass Sie es hierher geschafft haben. Ja, weil in unsere Sendung erfind mal was anderes. Ja. Sie haben gerne hier. Sie haben ja so eine ganz besondere Erfindung gemacht. Da hat ja die Welt drauf gewartet. Sagen Sie, wie sind Sie denn da drauf gekommen? Naja, also es war im Bad. Also ich saß in der Badewanne, mir war heiß und ich dachte, da muss ich was gegen tun. Ja. Also ist ja, da kommt, na gut, also vielen Erfindern kommen ja in den Badewannen die Ideen. Ja, oder auf der Toilette. So genau wollen wir es gar nicht wissen. Nun, ein paar Geheimnisse darf man ja preisgeben. Ja, genau. Wie sind Sie denn vorgegangen bei dieser Entwicklung? Also bei der Entwicklung, ich habe mir erst mal gedacht, was tue ich dagegen? Und dann bin ich in meinen Werkzeugkeller runtergegangen, habe mir einen Hammer geschnappt und so ein bisschen in der Luft rumgewedelt. Ja, da fangen ja viele Innovationen an, viele Erfindungen. Genau, man haut auf was drauf und schaut, was bei rumkommt. Ja. So geht sie fort. Ja gut, interessant. Hab schon viele schöne Sachen damit erfunden. Ja, ja, ja. Ja. Aber das Beste, das stelle ich Ihnen jetzt vor. Ja, 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 gerne. Ja. Also wie gesagt, ich habe drauf gehauen und erstens kamen viele Scherben bei raus. Also, aber auch diese eine Sache, mit der man nähen kann, also diese Nadel. Mein Gott, Sie haben ja, also Innovationen führen ja über viele Abwege auch natürlich, ja. Genau. Achso, Entschuldigung, das hier, ich meine das, diese Ding, dieses Streichholz. Interessant, ja. Genau, und damit, das schmeiße ich auch weg. Und ich habe immer noch hier also diese Dose in der Hand. Interessant. Ist und die schmeiße ich auch weg, die Dose. Also, ja, wieso denn? Also gewissermaßen brauchte ich die Dose schon für die Erfindung. Ja, für die Erfindung selbst wahrscheinlich nicht. Ja, aber ist sehr, ich will sie nicht unterbrechen. Also das ist eine ziemlich schwere Dose. Schauen Sie mal. Ja, das ist ja da, die ist, auch Erbsensuppe. Ja, genau, Erbsensuppe. Und die muss man ja irgendwie aufkriegen. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Und das ging mit der Nadel nicht und mit dem Streichholz nicht. Und deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Ja. Jawohl, ich habe diese Säge genommen aus meinem Werkzeugkasten. Aber das war noch nicht alles. Ja, das sagt man schon. Weil die Säge war auch nicht gut genug. Ja. Ja. Also habe ich noch was. Das habe ich genommen. Ja, das war ja auch eine Schaut ganz. Schaut her! Das! Das war ja das ganz. Hat die Wände gebracht, die sozusagen quasi ökologische Wände, zum Öffnen. Also einen Büchsenöffner. Aha, okay, ja, wunderbar, genau. Und diesen, den haben Sie ja benutzt, den gibt es ja auch schon, muss man sagen. Ja, und haben dabei streng genommen gibt es den schon, ja. Haben dabei was ganz Spannendes noch weiterentwickelt. Ja, also ich habe den Büchsenöffner genommen und dachte mir, okay, was kann ich jetzt gegen die Hitze tun, ja? Diesen Büchsenöffner. Und weil er so heiß war und ich werde immer knallrot, wenn mir heiß ist. Deswegen habe ich im Büchsenöffner so eine Art Ventilator eingebaut. Ach, auch noch? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist ja spannend. Ach so, doch, das ist sehr energiesparend. Wissen Sie, also wenn man beim Drehen dann auch sich gleich noch abkühlt. Ja, aber na gut, lassen wir vielleicht die Seite von Ihren Dosen. Ach so, den Teil meinten Sie gar nicht. Nein, eigentlich ist es ja noch wesentlich spannender, was Sie da noch als Zusatz. Ja, jetzt komme ich auch da. Jetzt komme ich zu dem, das Sie interessiert. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Genau, also ich habe wieder meinen Hammer genommen. Mhm. Aha. Hab den um die Dose rumgewickelt. Nein, den Hammer um die Dose herum. Nein, natürlich nicht. Naja, verrückte Ideen gibt's ja. Das könnte ja funktionieren. Nein. Also ich hab wieder was aus der Hosentasche rausgeholt. Ja, natürlich. Und dieser was Spitzes. Oh. Ja. Aha. War ein Messer. Nein. Vorsicht. Ein Messer. Mhm. Diesen Büchsenöffner kann man nämlich auch schneiden. Aha. Ja. Schneiden. Mhm. Ja. Ja, jetzt haben Sie ja schon den Büchsenöffner, aber bleiben wir doch vielleicht direkt beim Büchsenöffner. Was haben Sie denn, das ist ja ganz spannend, da noch dem Büchsenöffner eine neue Fähigkeit sozusagen auf. Ja, also neben dem Ventilator halt noch, dass die Fusseln alle weggehen. Ja. Die Fusseln? Ja, das ist ja auch spannend. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Nebeneffekt davon. Mit dem Ventilator, ja. Ja, aber kommen wir doch darauf zurück, warum Sie auch hier eingeladen wurden in die Sendung. Also, das interessiert natürlich unsere Zuschauer. Ja, okay, das stimmt. Sie meinen die Scheibenwischer? Meinen Sie die Funktion? Nein, das ist ja wirklich verrückt. Die Scheibenwischer, nein, die nicht. Aber ich bin ganz begeistert, was Neues. Ach so, ja. Ja, aber, nee, welche meinen Sie denn? Ich habe so viele.
Na, also schauen Sie, Sie, für uns ist natürlich interessant, dass alles, ja, wir denken ja an Kreisläufen, ja, und das ja, ist ja klar. Für uns das Spannende, dass dieser Dosenöffner, der, ja, der... Meinen Sie das? Ja, 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 ja? Ja, der, Sie meinen der, das, den Kreislauf, meinen ja, der Sie? Der funktioniert ja ganz klassisch, aber nicht nur ganz klassisch. Nein, 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 er dreht sich auch. Der dreht sich, ja. aha, im Kreis. Nochmal um die Dose herum, oder? Ja, 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 genau, natürlich. Ah, zur Energieerzeugung. Zur Energieerzeugung, ist ja verrückt. Naja, das ist wie mit diesen Kites. Also da dreht sich das um die Dose herum. Und naja, wir wollen jetzt nicht zu weit abschweifen. Ach so, ja, genau, bleiben wir doch vielleicht, also der Dosenöffner dreht sich noch einmal um die Dose herum, nachdem die Dose schon geöffnet wurde. Ja, ja, natürlich. Warum das denn? Erstmal zur Energieerzeugung und dann, weil jetzt nämlich die Dose aufmacht. Ja, das ist ja das Klassische. Ja. Und dann? Und wieder zu. Ah, auf und zu. Auf und zu. Und so entsteht ja, natürlich. Ja, genau, natürlich. Ja. Jetzt wird es mir ach, ganz das klar. Das meinten Sie ja so. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie in unserer Sendung waren. Sehr gerne. Genau. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank. Wir haben Sie noch einen Moment Zeit? Wollen Sie noch was sehen? Was hören vielleicht? Was hören vielleicht, ja. Wir haben nämlich einen Musiker extra mitgebracht, Uwe Matschke, der uns auch begleiten kann. Und wir würden Ihnen gerne zum Abschluss nämlich noch was mit auf den Weg geben. Und zwar würden wir gerne noch so ein Lied für Sie singen. Nämlich ein Lied für diejenigen, die was ändern wollen an der ganzen Mischpoke, was wir hier haben. Wir brauchen Innovatoren, wir brauchen Leute, die was verändern. Und was sind denn so Stärken? Was sind Stärken von solchen Menschen wie Ihnen? Mut. Mut. Wunderbar. Mut, genau. Was braucht es noch? Sich Bewusstsein. Ja? Bewusstsein. Zuverlässigkeit. Ja. Begeisterung. Ja, okay. Ah, jetzt sprudelt es. Jetzt sprudelt es. Ah, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Und jeder Mensch hat auch so eine Schwäche. Was ist so eine Schwäche? Was war das? Gemütlichkeit, Angst. Ja? Und von Innovatoren. Also so ja, von den Innovatoren, ja, genau. Bei Angst? Ja, nehmen wir die Angst. Ja, ja aber die Angst. Sind noch mutig. Hm? Geht das zusammen, Mut und Angst? Ja, das sind ja zwei Schneiden eines Schwertes. Und was würden Sie gerne mal hören? Was wäre so? Ein Satz. Ein Satz. Den Sie gerne mal hören würden. So ein wir haben es, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Ja, wir sind da. Ja? Ja? Dann machen wir daraus doch ein Lied für Sie. Mut. Uwe Matschke am Klavier. Wird nichts als du ist teuer. Was du machst, das ist richtig gut. Oh ja. Und wir wissen, dazu gehört viel Mut. Viel Mut. Aber manchmal meinst der Alltag ganz anders? Du denkst, du willst es tun, aber dann tust du anders. Manchmal sitzt die Angst dir doch im Herzen. Au, au. Bereitet dir auch manchmal nachts tiefe Schmerzen. Aber doch hast du's weit gebracht. Dank deiner Hilfe haben wir es geschafft. Aber dank dir haben wir es weit geschafft. Dank deiner Hilfe geschafft. Du lässt nicht nur Energie raus, sondern auch rein. Denn du hast für
deine Umwelt bewusst sein. Zu einem bist du jeden Morgen schon bereit. Oh yeah, vom Spiegel gibst du dich hin deiner Selbstachtsamkeit. Yeah. Danke dafür. Vielen Dank, Freiwild Berlin, Improvisationstheater hier aus der Stadt. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie so noch hier geblieben sind. Schön, dass Sie hier waren bei diesem zweitägigen Kongress. Nehmen Sie was mit. Begeisterung, Innovation, Energie. Es muss sich was ändern. Einen guten Nachhauseweg. Und den Dosenöffner. Tschüss. Oh.